Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Rejuvenation. Ja, wir sind jetzt hier in Kristallinzaun und wir sehen uns gerade den Pokédex-Eintrag an, wen könnt. Bodenfee. Ich habe da noch Roskin ein bisschen trainiert, das kann ich mal kurz zeigen. Jetzt haben wir nur eine große Rate. Hier. Das hatten wir schon vorher. Aber Hyp ist jetzt auch noch ein bisschen verteilt, damit es halt defensiver ist, aber auch noch ein bisschen besser auszahlen kann. Jetzt habe ich es so verteilt. Kursula ist jetzt auch schon mal gemacht, falls wir das mal irgendwann brauchen. Klick-Klack auch. Krupp hatte ich mir jetzt aus Spin gefangen. Das hat jetzt nichts dran verpasst. Das kann man halt nur nachts machen. Deshalb wollte ich das dann da machen und nicht dann noch länger warten. Bitte sehen. Nehme ich aber noch nicht wie in dem Moonspool. Da hatte ich dann die Vorentwicklung gefangen und konnte das dann entwickeln. Das kann man nämlich einfach per Level Up entwickeln. Der Noshidia hatte ich ja. Durantis hatte ich ja auch gefangen. Und dann die so verteilt. Das hier hatte ich jetzt gesehen, dass man hier auch ein Pokémon tauschen kann. Das will ich erstmal kurz absetzen. Was ich machen kann, aber was ihr vielleicht schon gesehen habt, ist hier. Malafi konnte man ja auch fangen. Das konnte man auch da oben fangen. Weil es auch keine besondere Story-Event oder so das jetzt verpasst habt. Schauen wir mal kurz nach, wie viel Geld habe ich denn da zusammenbekommen? So viel. Ist ja schon einiges. Damit sollten wir uns dann auch noch ein paar TMs kaufen können. Und das war alles halt durch diesen Trainer hier. Dafür muss man nicht hier hoch. Hier. Und dann hier lang. Hallo, ist dein Alola Sandam? Ich würde gerne eins besitzen, aber ich bin noch nicht von hier. Also wenn du eins hast, kann ich dir das gegen ein anderes Alola Pokémon tauschen. Das muss man auch erstmal entwickeln. Aber ich habe ja genug Eissteine. Und ich hatte halt dann Ospinas noch gefangen. Brauche ist Mondstein aus. Ich bekomme die irgendwann auch. Jetzt kann man es tauschen. Und hier oben ist nämlich noch ein Gebiet, wo dann jetzt auch die Kirche mit von Engie ist.
nur Level 1. Klammer haben wir noch nicht gefunden. Die sehen auch noch nicht. Ich bin bestimmt noch was down. Ich finde einen Partner in Crystalline Town. Da glaube ich, weiß jetzt nicht, ob man da mehrere Auswahlmöglichkeiten, deshalb wollte ich mal schauen, wie man alles so wählen kann. Habe ich dann doch alles kaufen können. Hier in das Museum. Hallo, ich bin der Rektor vom Saphir Museum. Wir haben eine weitere Ausbreitung von Attraktionen. Ja, aber wir uns fehlt noch etwas und wenn du etwas findest, kannst du es dann hier bringen. Was sagt es, dass jemand von Geef Golden Leaf Town etwas ins Museum geben könnte? Bitte bringen sie her. Ich würde sie gerne anheuern. Wissen nicht verdächtig versprochen. Doppeltes Versprechen. Ja, über die Vergangenheit zu lernen ist wichtig, um dieselben Fehler nicht zu wiederholen. Eine Serie von fossilisierten legendären Pokémon. Ja, aber Einzelheiten sind unbekannt. Es sieht nach einer sehr modernen Maske aus. Es ist nicht bekannt, wann sie erschaffen wurde. Zika Pokéball, der in der Elvium-Region benutzt wurde. Das legendäre Pokémon Zekrom, auch als das Wesen der Ideale bekannt. Das letzte Mal, dass es gesehen wurde, war vor 10 Jahren von einem Trainer in der Unova-Region.
Es wurde halt von einem Trainer dann benutzt. Der Eisgolem, Piggy Rock der Felsgolem, Piggy Steel der Stahlgolem. Okay, aber da dürfen wir momentan nicht rein. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was es zu sehen gibt. Von Renz. Richtig, jeder Freund von Renz war ein Freund von mir. Sind wir bereit zu gehen? Gesichtern. Ja, was ist da mit der lauten Musik? Ja, ich genieße mal die Party. Hey, Sheridan ist ja kein Ort dafür. Das klingt so, als wäre Camus von Sensei's Haus. Wir sollten nochmal nachsehen. Oh, Miss Elvis. Geta's Tochter und irgendein normales Mädchen. Das ist Miss Naomi für dich, Königin. Was du mich bemerkt hast, kein Problem. Okay, was ist denn hier mit der Musik los? Oh, das ist die Party, die der neue Arena-Leiter schwirft. Der neue Arena-Leiter? Wovon redet ihr? Oh, das ist jetzt peinlich. Wo soll ich denn starten? Ja, Kita ist nun seit ein paar Monaten verschwunden. Wir haben halt keine Benachrichtigung. Wenn wir halt Beschwerden bekommen haben, dass niemand an den Kampforten ankommt. Und da hatten wir halt mal nachgeschaut und Kita hatte keine Familie gelistet. Deshalb haben wir einen neuen Kandidaten gefunden. Sein Name ist Texan. Aber du hast doch anerkannt, dass ich seine Tochter bin, obwohl ich da nicht informiert. Ja, wir wussten nicht, wo du warst und wie wir dich erreichen konnten. Das kann nicht sein. Ja, es ist schon ganz schön peinlich. Sehen wir später. Ich war einfach gut. Gut, keinen Grund, mich zu stören. Coole Party hier. Ja. Und ich wollte als Sensei im Himmel nicht wütend auf mich sein, wenn ich der Party beitrete. Hier. Ich werde mal ehrlich mit mir sein.
Du störst hier die Stimmung. Du solltest vielleicht gehen. Weil ich beruhige, wo du wiederkommst. Du musst ja gleich die Vibe checken, wenn du nicht zurückgehst. Ja, wir müssen den finden. Was ist denn hier los? Entschuldigung, mal, bist du Texan? Mein Gott, excuse me. Wusste gar nicht, dass wir im Hotel Rississen Texan stehen, Rexen. Richtig. Ja, wenn du ein Autogramm möchtest, musst du warten, bis die Party vorbei ist. Ich möchte doch gar nicht dein Autogramm haben. Ich möchte das mit der Musik auf der Sensors. Wenn du ein neues Sensor sein möchtest, musst du dich auch so benehmen. Wie wäre es denn, wenn du dich auf meinen Schoß setzt und ich darüber nachdenke? Wie wäre es denn, wenn ich den Dropkick jäge? Du sollst besser umpassen. Meine Schwester hat nichts mehr mit zu tun, verstanden? Sorry, Texan. Hey, hört mal zu. Ich bin nur Arenaleiter geworden für Geld, Mädchen und Superpartys. So, wenn du daran kein Interesse hast, geh einfach. Das ist mein Haus, das du da umgestellt hast. Der letzte Sensei war mein Vater. Du hast keine Autorität hier. Spielt keine Rolle, wer du bist. Wie gesagt, es liegt in der Vergangenheit. Okay, es hat dann keinen Grund mit dir zu reden. Du bist ja nur ein Waschtab. Moment. Gescheitertes Kind, das nur mit Geld an diesen Ort gekommen ist. Was ist denn dann gesehen? So, ich verbiete euch einfach, den Berg zu betreten. So was. Der Moment, in dem ich Sensei bekommen wurde, gilt alles, was ich sage, verstanden? Ja, direkt in den Abfall.
Was für ein talentloser Creep bist du eigentlich? Talentlos, immerhin wissen Leute, wer ich bin. Du bist so immer ein random Bitch von dem Wald. Nur, es ist dich kein Recht, dies aufzuführen. Leiter scheint er nicht wirklich sympathisch zu sein. Habt ihr wirklich keinen besseren Film? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich gebe dann die Gifterinnerung. Sehr anderer Ort als den wir erwartet hatten. So sündhaft. Ja, es ist eine Schande, dass die Jugend so dazu bereit ist, ihre Seele zu verunreichen. So das Item, das Angie braucht, um aus ihrem Gefängnis zu kommen, ist irgendwo hier. Drei Pokémon, bevor wir weitergehen. Ladies and Gentlemen, willkommen zu dem ersten Kampf von der Sheridan Arena. Ich werde nun der Schiedsrichter sein. Mein Name ist Felicia und ich bin von Golden Love Town. Heute haben wir einen ganz besonderen Kampf zwischen zwei Gegnern. Abyss von irgendwoher und Alita von Sheridan. Und auf der anderen Seite haben wir unsere ganz eigenen Texten.
Das wird ein 6 gegen 6 auf beiden Seiten. Habt einen fairen und spaßigen Kampf. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Ihr habt Loser habt nichts gegen mich. Don't diss me. Der schon mal nicht mehr angreifen.
Okay, der erste Kampf war schon mal aufschlussreich. Kann ich mir einen guten Team zusammenstellen. Ich habe ein bisschen von der Idee, was ich jetzt machen kann. Oder was zumindest ausprobieren möchte auch. Und er hat halt das Zirkusfeld aufgebaut.
Form sieht. Sollte der dann das besiegen können. Ich versuche dann das anzugreifen. Für den Fall, dass ich das beiden Tropfen hat so viel gemacht im Kampf. Davon glaube ich. Warte mal, das kann nicht richtig sein. Oh, das ist es. Ibis und Alita haben Dixon besiegt. Und das ist das Text, ich wusste, dass wir gewinnen. Halt's Maul, es waren 2 gegen 1. Ihr habt nur gewonnen, weil ihr einen unfairen Vorteil hattet. Ein paar dieser Attacken hat mich auch beinahe getroffen. Hättet ihr für Cheaten disqualifiziert sein sollen. Du bist also schlecht im Kämpfen und ein schlechter Versager. Was war das? Woher soll ich das wissen? Lebst du ja nicht? Ja, bevor den Draht ihr auseinandergenommen hast. Magma? Was ist hier los? Warum füllt sich meine Arena mit Magma? Ja, unser Kampf muss ja irgendwas geöffnet haben. Sind wir nicht in Kratos? Woher soll ich das wissen? Ich hab's nicht gebaut. Ja, alle raus. Alle kommt, hilf mir aus dem Magma. Was wäre? Komm, Elvis. Was macht denn der? Irgendwann hat er mein Haus zerstört. Schau dir mal deine Arena an.
du hast bei andere Dinge eine Sorgen machen musstest. Du bist heiß. Hab Spaß dann. Ein wunderschönes Haar. Ich hatte so einen Fall nicht erwartet. Vielleicht hätte ich das erwarten sollen. Hoffentlich verursacht das keine Probleme. Wenn es dein neues Sensei ist, dann muss Texas jetzt drin. Keine Sorge, ich habe es an der Magma vorbeigeschafft. Tut mir leid, wir sind aber gerade so in dem Moment, das ist schon in Ordnung. Aber hier ist alles neu. So funktioniert das also. Ich bin überrascht, dass ich da noch zwischen euch gar nicht mein Team ändern konnte. Stelle werde ich dann auch den Kampf hatte ich ja beendet und dann werde ich jetzt auch den Part beendet. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch dann noch ein schönes Wochenende. Macht's gut.